Endlich, Leute, endlich können wir weitermachen mit der Story. Bin einigermaßen gut drauf, was das betrifft. Auch wenn heute ein etwas seltsamer Tag ist, aber darfst du vielleicht später mehr. Anyway, let's go. Der gute Claude, dem eilen wir nun zu Hilfe. Sehen wir mal, was uns in der Trio diesmal so erwartet. Having allowed the Imperial Army to invade, the Alliance Army makes their last stand at the center of House Regan territory in Daerdrim. The Kingdom Army rushes to their aid after amassing more troops. Ein ganz schöner Umweg, ich meine, das ist wirklich weit weg vergleichsweise. Aber irgendwie, manchmal, wenn ich dann so diese Sequenzen sehe, denke ich mir, ist Fruchtland eigentlich ziemlich klein, kann das sein? Wobei man sagen muss, okay, das kommt jetzt ganz drauf an. Aber ein Tagesmarsch mit einem Pferd sind, glaube ich, Spitzenzeiten so 240 Kilometer, weil ich das mal für einen Hack nachgeschlagen habe, wo ich eine Geschichte schreibe und mich dabei informiert habe, was so Weitstrecken betrifft, um abzuschätzen, wie lange Truppen brauchen würden, um von einem Ort zum anderen so zu kommen. Also das maximal mögliche Tempo wäre, habe ich mich da mal informiert. Aber wie auch immer, wenn sie die Festungsritter mitschleppen, ist es vielleicht etwas ungünstiger. Aber egal, darum geht es ja nun wirklich nicht. Machen wir mal weiter. Irgendwie ganz cool, dass wir ihnen zur Hilfe eilen. Ach, warte mal, sie lebt auch noch? Oh, ich dachte tatsächlich, irgendwie sie wäre verstorben. Aber okay, alles cool. Are you sure about this? If Daerdrim were to fall, those ships don't have enough resources for... Daerdrim won't fall. Have some faith in me, will you? Oh, yes, sir. Our line of defense has been broken. The Imperial Army will be here any moment. Understood. You two join up with the troops in the city. Yes, sir. Judith, are you ready? As ready as I'll ever be. It's been years since I last battled in the city streets. Don't go messing up because your vision has weakened with age. Take the defensive for now. Yeah, yeah, I get it. You hang in there too, boy. Your wounds from Gronderfield haven't fully healed yet, have they? No, but it's not like I can sit this one out. I have to make my daring escape, after all. And for the last time, stop calling me boy. That's an official order from the leader of the Alliance. Understood, leader man. I wonder if our little ray of hope will show up. We fought on opposite sides at Gronder, didn't we? They'll come. You can count on it. If anyone can bring him back, it's Teach. Teach will talk and he'll listen. But more than anything, I've seen their skill and their abilities. I believe in them. Claude, reinforcements are coming from the west. Their banner is that of the kingdom. What did I tell you? They're here and just in time. Ja, ja, das schon wieder geschickt ausgenutzt. And engage the Alliance. It seems the Imperial advance has been stalled by guerrilla skirmishes. The Alliance forces are holding out, but they won't last much longer. That must be Judith, the Pal Staffnall, who joined up with Claude's troops. To think Judith, a true hero, would find herself backed into a corner like this. It is not so. The Alliance has only drawn the enemy so deeply into the city to allow us to attack them from behind. Brilliant. Ja, so ist der gute Claude eben drauf. Der Zangenangriff, der Klassiker schlechthin. Natürlich. I believe so. He put his soldiers into position purely on the belief that we'd come. I can't believe Claude would risk everything on that belief. He has placed all of his hopes on us. Let's make sure we live up to his expectations, Professor. Here we go. Let's move! Sehr, sehr feine Sache. Hat aber wieder geschickt geplant. Naja, es ist schon ein Ausnutzen der Situation, auf der anderen Seite allerdings auch durchaus einfach praktisch, ne? Für beide Parteien vielleicht sogar. Letztendlich verbessert es direkt die Beziehungen zwischen Königreich und Allianz natürlich auch nochmal und stabilisiert da ein bisschen. Was interessant ist, ich bin mal gespannt, wie es dann zum Schluss aussieht, aber Dimitri und Claude würden dann sicher, denke ich, auch ganz gut klarkommen, so, ne? So, okay.
Ach, das ist ja witzig. Guckt mal, das ist ja diesmal hier gar nichts los. Aber ja. Da drüben haben wir gleich mal eine Truppe mit einem Magiebogen, mit einem Schild der Aurora und die Soltan-Axt. Okay, das ist wiederum ziemlich cool, die hätte ich ganz gerne. Eine Soltan-Axt kommt gerne mit. Ja, die hat da sogar Effektivität schon wieder. Sehr praktisch. Noch was, was ordentlich reinhaut. Ich finde das übrigens witzig, dass man so viele Möglichkeiten gegen gepanzerte Einheiten bekommt in einem Spiel. Hier ist Judith. Warte mal, Moment. Okay. Okay. Es ist egal, was mit ihr passiert. Boah, 70 KP. Wow, gute Stats sogar. Rapier dabei, sehr, sehr fein. Nicht schlecht, ey, nicht schlecht. Das Witzige ist, dass Judith hat, glaube ich, sogar eine spezielle Lord-Klasse, wenn mich nicht alles täuscht. Also intern müsste sie eine spezielle Lord-Klasse haben. Nicht mal unbedingt das schlechteste Set. Weil Judith hat er einen Generals-Skill. Manchmal... Ja, ich hätte mir das auch gewünscht. Das wäre so ein cooler Personal-Skill, um mal damit zu arbeiten. Der wäre in manchen Strategien halt so gut einsetzbar. Ich finde es fast wirklich schade, dass man sie bei Golden Deer nicht spielen kann. Das geht mir oft so. Ich finde, das wäre an sich tatsächlich ein ganz cooler Charakter, über den ich mehr erfahren würde. Das ist mir irgendwie noch zu... Sag ich, das ist irgendeine krasse Heldin, aber man weiß eigentlich fast nichts über sie. Ne, und das finde ich irgendwie schade. An sich finde ich das Design auch nicht schlecht, ne? Und General wäre halt tatsächlich ziemlich cool an sich. Vor allem, das ist ja nicht der krasse Skill, der dann auch noch dafür sorgt, dass du keine Bewegungseffekte drauf bekommst, ne? Das ist ja die etwas einfachere Variante, deswegen fände ich das eigentlich ziemlich cool. An sich. Also wäre jetzt nicht OP, ne? Das andere wäre vielleicht schon wieder zu OP. Wow, oh Gott. Apropos Strategeme, das ist ja voll gepackt mit Strategemen. Holy moly. Das wird nervig. Also Dimitris Strategie wird ja schwer einsetzbar sein. Also nahezu unmöglich. Kann mir allerdings sehr gut vorstellen, dass wir irgendwie eine komplette Gruppe einfach anlocken mit undurchdringlich und dann einfach Gruppenstrategien mehr reinhauen, dass das richtig brutal auf der Karte funktionieren könnte. Das stelle ich mir zumindest so vor. Ihr habt keine undurchdringlich Sachen dabei, das ist interessant. Ja, vielleicht sogar mit Rettung diesmal arbeiten, aber ich überlege, ich habe jetzt niemanden mit krassen Rettungsrange und Flame ist da ja wirklich eher... schwach, was das betrifft. Jetzt frage ich mich gerade, wer hier wer wäre. Einen Canon Totenpriester müsste es eigentlich keinen geben. An sich dort drüben, ne? Okay. Könnten wir ja sagen, falls hier wieder jemand eigentlich ersetzt wäre. Aber guckt mal, es ist Herzog Arundel. Als Dunkelritter. Hades hat er standardmäßig und Thoron. Das ist natürlich schon nicht schlecht, ey. Verwiese. Witzig, dass er Behändigkeit sammeln hat. Ob das benutzen würde als KI, ich glaube mal nicht. Renitente Magie, ja. Nett, aber er ist nicht unbedingt super schnell und... Wow, seine Crit-Rate ist dafür ziemlich beachtlich. Holy moly, gibt der Crit drauf? Nee, gibt er nicht. Aber er seid... Okay, deine Behändigkeit ist ziemlich krass. Er mit 37 und Glück ist auch mit 33 wirklich hoch für so einen Feind. Not bad. Not bad at all. Alright, das wird interessant. Okay, aber Claude kann auch ziemlich gut gegenhalten. 50 Geschwindigkeit, Stärke 45, dann hat er Nimmerfehl dabei und so. Schild der Aurora, ne, alles wunderbar. Ich glaube, der kann die Stellung ganz gut halten. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt Replacements, denn mein Kriegsmeister geht aber extrem ab, lol. Guck mal, hier sieht man auch nicht auf Anker. Gewährt Schutz vor Bewegungseffekten, warte mal. Moment mal, ist das die einzige Verwendung von Anker im Spiel? Ich weiß nämlich, dass der intern existiert. Ich wusste nur bisher gar nicht, dass er tatsächlich auch auf irgendeine Einheit gespielt wird. Interessant. Also, das haben die anscheinend, ja, extra platziert. Wie witzig. Das ist aber cooles Game Design im Übrigen. Das heißt nämlich, dass du halt gegen, ja, gegen die Effekte von Strategien halt so immun bist dadurch, ne? Also zumindest, ja, du kriegst keinen Bewegungseffekt rein. Das ist ja ein Bewegungseffekt, ne? Das heißt, auch die Debuffs dürfen nicht wirken. Krass. Bist du normalerweise Raphael? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Das könnte schon passen, ne? Raphael und Ignaz vielleicht? Wobei, nee, dann müsste ich bei der Brücke mit stationiert gewesen sein, oder? Da bin ich mir gerade unsicher. Wobei, nee, das ist ja in dem Fall anders. Ah, ihr könnt es mal schreiben, weißt du, das ist einfacher. Schreib's mal einfach, es gibt ja genug Leute, die das sicherlich dann schon so gesehen haben auch. Aber cool, Leute. Sehr, sehr cool. Ja, was anderes. Betrifft es allerdings nicht direkt Fire Emblem. Jo, Animal Crossing als Projekt ist tatsächlich weg.
mehr oder weniger. Es kommt ein extra Video dazu. Nein, keine Sorge, da ist nichts abgebrochen oder so. Also nicht jedenfalls auf freiwilliger Basis. Sondern, ja, mein Safe Game ist korrupt. Also, Corrupted Safe Data habe ich. Super geil. Das ist ein bekanntes Problem bei Animal Crossing übrigens. Fragt mich nicht, wie man das Spiel so durchwinken konnte und so. Es ist nämlich, die Support von Nintendo sind überschwemmt. Reddit ist komplett überschwemmt, ja. Ich habe jetzt auch extra meine Community gefragt, ob ich noch Leute kenne, etc. Weil ich Hilfe brauche. Ich will ein paar Quellen haben, weil ich will ein Video dazu machen. Dass ich halt mehrere Leute habe und mehrere Screenshots und so von Leuten, die dasselbe Problem haben und die halt unterbringen kann. Ja, ne? Tipptopp, weil das geht sehr vielen so und du kannst anscheinend nichts dagegen machen, weil die haben bei dem Spiel Cloud Safe deaktiviert. Also wundert euch nicht, ich wollte es jetzt hier nur nochmal sagen, weil Discord ist es jetzt schon bekannt, aber es gibt ja genug Leute, die nicht auf Discord aktiv sind. Ja, RIP, ne? Ihr könnt euch vorstellen, wie ultra geladen ich heute war, als ich das festgestellt habe. Und ja, du kannst halt nicht wirklich was dagegen machen. Das ist super frustrierend. Richtig, richtig furchtbar. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt großartig dazu sagen soll. Wie gesagt, weil ich mache ein extra Video dazu, das werde ich mir vornehmen. Ne? Weil ich will dieses Problem unbedingt ansprechen nochmal. Das muss auf jeden Fall mehr publik werden. Die müssen was dagegen tun. Weil ich finde das immer super übel, wenn im Spiel dein Savegame kaputt gehen kann. Also einfach so, ne? Wenn du nicht irgendwie selbst irgendwas Blödes machst, da rumhantierst oder so, ne? Dann ist das natürlich eigenverschuldet. Aber wenn das einfach komplett random passieren kann, das ist ein Unding. Also das ist wirklich, das setzt auch so ein Spiel irgendwo, auch wenn es noch so gut ist, vielleicht sogar einen mangelhaften Bereich dann, weil technische Mängel sind, was, das musst du wertungstechnisch brutal runterregeln. Leider, weil ich mit dem Spiel unglaublich viel Spaß hatte bisher und es war super toll und ach, Mann ey, das ist so ärgerlich. Ja, was will man machen? Ich traue dem Spiel halt übelst hinterher, weil ich hatte eine richtig geile Insel und so, aber ich will jetzt nicht zu off-topic werden, ich wollte es nur nochmal kurz ansprechen. Ging gleich weiter, ja, ich mache mir jetzt mal eine Vorbereitung und dann gehen wir auch gleich los. Wird nur super lustig, packt mir definitiv undurchdringlich ein, weil ich glaube, ohne undurchdringlich wird die Sache ein bisschen sehr problematisch diesmal, weil ihr seht's ja, ne, also der Patayo-Spam ist real, aber sowas von real, holy shit, das ist schon ein bisschen heftig, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, hier kann man zum Beispiel, also die könnte man wahrscheinlich noch wegräumen einigermaßen, ohne jetzt direkt reinzurennen alle, aber das hier ist schon sehr, sehr vernichtend, vor allem natürlich mit Überkopf und so, ne, dass da gleich... Das ist dann so ähnlich wie, ihr kennt ja vielleicht die Conquest-Map, ne, mit den ganzen Leuten, also die Mauer, wo man gegen Takumi kämpft. Und da bist du ja auch so rumgeschubst mit Lunch und in dem Fall wahrscheinlich mit Überkopf, oder? Habt ihr jetzt mehr Überkopf? Ne, ihr pflanzt rein, aber auf jeden Fall würde der einen nach oben setzen und da hast du noch Scharfschützen und so, also würde sowas Ähnliches passieren. Vielleicht nicht ganz so krass, aber ja, ihr versteht, glaube ich. Ja, ich glaube am Anfang erstmal schneller Schritt, ein bisschen Hit and Run machen, ne? Wir müssen sehr viel mit Hit and Run und so weiter arbeiten, ich sehe schon, das wird lustig, aber an sich sieht die Map sehr ansprechend aus, muss ich sagen, erstmal. Ich bin mal gespannt, was an Verstärkung kommt, weil das könnte noch ziemlich übel werden. Die Truppen da drüben, die könnten uns auch irgendwann böse überraschen, muss man ein bisschen aufpassen, die wollen uns selbst auch in die Mangel nehmen hier. Dürfte allerdings auch einigermaßen gut machbar sein. Die haben witzigerweise alle keine Bataillone, also da könnte ich einfach Dimitri reinstellen, das mache ich glaube ich auch. Ja, das wird das Einfachste sein, ne? Die kann ich tatsächlich einfach alle mit Dimitri direkt abfangen. Ich glaube, das... Wird mein allererster Move sein, dann stelle ich mich wohl auf dieses Feld, falls es möglich wäre. Aber Dimitri ist leider sehr weit weg gerade. Aber egal, notfalls arbeiten wir halt mit Tanz. Kein Thema, Leute. Also bis gleich. Gut, und wir sind soweit. Ich würde sagen, wir können loslegen. Let's go, Leute. Let's go. The leader of the Alliance has managed to escape to the harbor, has he? Those rats resist in vain. Your Excellency, there's an army closing in on us from outside. The banners are those of House Blathid. Blathid? I see. That idiot failed, it seems. Hurry up and kill the leader of the Alliance. With him gone, Deirdre will fall. I will not let Claude die. Let's hurry to his rescue. Hey, you're late. Hurry up and help. Ihr seid spät, so. Lieber Claude. Oha, ihr habt ganz schön gute Ausweichquoten, aber es geht einigermaßen. Sehen wir mal. Ich hoffe mal, dass es nicht gleich eskalieren wird oder so zu sehr. Das allererste wäre wahrscheinlich sowieso eine Begleichung, dann erstmal reinzuklatschen. Mal, ich muss mir erstmal den hier markieren.
Obwohl ich inzwischen jetzt zweimal Bogenspezialist drin habe. Aber unsere Crit-Rate ist absolut sick, habe ich gerade gesehen. Also, was das betrifft, sind wir wahrscheinlich immer noch ganz gut mit dabei. Sieht nur trotzdem etwas problematischer aus als ursprünglich jetzt gedacht, aber nun gut. Also vielleicht kannst du ja vorschwächen und kannst dann runterreiten, oder? Lass mal kurz sehen. Du hast jetzt Movement 9 drin, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Könnte man machen, oder? Moment mal, es ging doch schon sogar von da aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 8, 7. Moment mal. Genau, ich habe mich schon bis dahin stellen können. Ja, ist alles in Ordnung. Jo, da können wir durchaus, glaube ich, schon mal ganz gut vorschwächen, mindestens schon mal. Mach das erstmal so. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Und dann sehen wir mal. Oh. Oh mein Gott. Das war aber gar nicht mal so schlecht. Dann braucht Zedav nur noch einen Hit zu landen. Und dann sind jetzt wir erstmal dran, wie so oft, ne? Hilda braucht es nicht unbedingt, der Rest kann davon profitieren. Es geht aber wieder hauptsächlich um Dimitri, wie so oft. Alright, sehr, sehr gut. Genau, nachdem dann auch das hier reicht, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Bei Sylvain wird wahrscheinlich ziemliche Probleme haben, aber eher von seiner Trefferquote nimmt mal stark an. Ja. Und er schafft das auch nur mit einem kleinen Buff drinnen. Ein bisschen überraschend ist das somit schon. Ich wollte eigentlich Dimitri erstmal rüberstellen, aber wartet mal. Wie sieht's denn aus mit einem Schweifschuss? Ich glaube, das kriegen wir doch hin. Jo, du kannst es auf jeden Fall probieren. Das ist nicht so unwahrscheinlich. Ihr habt ziemlich gute Bataillone, was? Habt ihr Ausweichquote drin? Oh, verdammt. Ich fürchte fast, ihr habt Ausweichquote zusätzlich, oder? Ein bisschen, ja, aber gar nicht mal so krass. Erstaunlich. Ihr seid wirklich wahnsinnig schnell, was? Tja, crazy. Ja, die haben leider ein bisschen was auf dem Kasten, das muss man sagen. Porten ist leider auch nicht unbedingt eine Option. Tyrsus ist schon drin, ne? Hätte dich vielleicht noch ein Feld weiter nach vorne stellen sollen. Hui. Könnte aber auch mit einfangen und dich noch drüben bringen. Das geht natürlich auch. Also du hast wegen deiner Crit-Rate und so natürlich anderweitig ganz... Ja, wir brauchen irgendjemand noch an der Front. Das wird so nicht funktionieren. Ich meine, ich kann für Sylvain sammeln, aber das wird ganz schön schwierig für ihn. Hast du eine Kurzaxt oder so? Ihr habt dann einen B-Support. Das wäre ich voll praktisch, wenn ich irgendwas einfach kurz hätte, was ich dir geben könnte. Mit wem hast du nur alle Supports? Also mit Mercy hattest du sogar einen A-Support, ne? Aber ihr seid alle ein bisschen weit weg, das ist unser Problem hier. Ich kann auch ein bisschen Movement und so weiter geben, aber es ist alles nicht wirklich notwendig gerade. Weil ich könnte Liz Movement geben, dann schalten wir den auf jeden Fall aus. Die Sache ist, ich glaube, ich kriege Zedav nicht direkt weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, selbst wenn ich mit 9 nach unten gehe. Weil hier würde es zum Beispiel gehen. Es wäre wahrscheinlich auch sinnvoller, das jetzt andersrum zu machen, nachdem wir den angeschwächt haben. Schade, dass Cyril leider nicht getroffen hat. Das wäre ganz gut gewesen. Aber ja, mit einem Movement-Buff auf Zedav schaffe ich das da vorne auch. Notfalls verzichte mal kurz darauf, das mit Dimitri zu machen. Das wäre so die Alternative. Aber den kleinen Movement-Buff hier brauche ich. Weil dann kann ich mit Zedav zumindest den hier stattdessen ausschalten. Dann können das andere einfach andere übernehmen, ne? Reicht sogar fast mit der Eisenlanze. Leider muss ich dann doch die Silberlanze nehmen. Oder Luin ist natürlich super treffsicher. Ich glaube, ich gehe sogar auf Luin einfach, weil es mit 80% auch noch ziemlich gut aussieht. Okay, ja, ein Bataillon hätte natürlich jetzt auch ganz gut geholfen. Aber ja, ich denke, ich nehme hier die 80% über Luin zur Absicherung. Ist wahrscheinlich etwas brauchbarer. Wunderbar. Haut er sogar den Crit raus. Ziemlich cool. Genau, weil mit dem Movement-Buff kann ich zumindest ein Feld wieder zurück. Das ist ganz gut dabei. Und so sind wir dann doch einigermaßen aus dem Schneider erstmal. Wobei, du bräuchtest dann auch einen, ne? Wartet mal kurz. Das wird auch ein bisschen schwierig. Ich sehe schon.
Und ich werde dich jetzt garantiert nicht irgendwie so rüber befördern. Das wäre Quatsch. Das wäre ganz schön eine Verschwendung von einem Teleporter, den wir vielleicht später noch brauchen. Wobei ich sag's mal so, wir überleben das ja sowieso, oder? Du wirst kein One-Hit sein, schätze ich mal, bei 19 plus 34. Oh, verdammt, du bist ein One-Hit, oder? Mhm, das sieht danach aus, ja. Das ist schlecht. Das Gegnerniveau ist relativ gut, muss man sagen. Das ist schon überdurchschnittlich auf jeden Fall. So, dann haben wir hier natürlich noch Shamir. Die hat ja auch noch was zu tun. Und da geht es eigentlich tatsächlich aktiv ums Critten an der Stelle. Was mit 60% jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, aber die Trefferquote an sich könnte halt mal wieder besser sein. An vielen Punkten gerade könnte die besser sein. Wenn ich nur sowas wie Einfangen hätte oder so, ne? Das wäre tatsächlich in dem Fall mal wirklich gut. Aber ja, wir verzichten dann später einfach auf Dimitri, dann fallen die uns aber auf den Rücken. Das wäre vielleicht eventuell auch nicht unbedingt das Tollste. Okay, das ist schon mal sehr gut. Ausgezeichnet. Also das hat funktioniert, das war auch sehr, sehr wichtig. Du hast jetzt natürlich deinen Buff drin, also mit dir kommen wir auf jeden Fall hier durch, ne? Das ist überhaupt kein Thema. Und bei dir wäre es eigentlich auch nur ein einziges Feld. Ich könnte dich mit Einfangen nach drüben ziehen. Du hast an das eine Kurzaxt, oder? Meine Trefferquote wird wahrscheinlich furchtbar sein, da die Axtbrecher drinnen haben. Könnten wir uns noch irgendwas anderes krallen? Da sieht es wahrscheinlich auch eher schlecht aus. Dann mit Sylvain, ach ne Quatsch, was mache ich denn auch? Sylvain hat doch Gradivus natürlich, das ist doch voll easy dann. Ja, okay, das ist nicht die beste Trefferquote. Aber er kann zumindest noch ein Feld zurück danach. Sehr gut, okay. Hat auch so geklappt. Gut, alles klar. Ich habe mir zu viele Gedanken gerade gemacht. Alles keine große Sache. Genau, und Dimitri, dich stellen wir einfach mal wieder nach drüben. Begleichung ist am Start. Ich will, dass alle drei angelockt werden. Das wäre so auch gegeben, ne? Okay. Genau, das ist ja jetzt drin. Das sollte alles keine große Sache sein. Dann lass mal anlocken. Wir haben ja keine Bataillone dabei. Dann krallen wir uns da jetzt erstmal das Loot. Und vorne wird es dann richtig spannend. Aber wie schon gesagt, ich habe auch undurchdringlich dabei. Daran soll es also auch nicht unbedingt scheitern. Sind wir mal gespannt. Ah ja, Verstärkungstrupps kommen. Helden spawnen hier. Oh, oh, und Bataillos Rittmeister, ach komm, oh nein. Ja, ich bin dafür, dass wir irgendjemanden später einfach rüberporten und den übelst hochbuffen und dann Arundel einfach killen. Das wird wahrscheinlich das Beste sein. Das hier wird irgendwann einfach zu stark eskalieren. Das ist jetzt schon sehr problematisch. Die Karte hat einen Strategiem-Spam jenseits von Gut und Böse bisher. Und das ist nicht schön. Okay, ein paar Leute bewegen sich schon mal weg. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ich denke, mit Tanz der Göttin und so weiter könnte das schon ganz gut klappen. Nehmen wir mal. Look, the Imperial Army Supply Corps. Attacking now would be a fine plan. Es hat mich die Einheit nicht angegriffen, okay. Aber das ist der Soltan-Axt-Typ, das ist eh der wichtigste. Sehr schön. Das ist eigentlich das Einzige, was ich haben wollte, so oder so. Funktioniert immer noch sehr schön. Ja, einen Magiebogen kann ich notfalls auch verkaufen, das ist auch nicht schlecht. So. Naja, ihr habt ja unglaubliche Truppenbewegung, ist ja der Wahnsinn, ey. Netter Schild im Übrigen. So, jetzt sind die Verbündeten dran. It's no good. We're surrounded. I need to hurry up and rescue the boy. To get to the harbor, first we have to get rid of the enemy mercenaries. There's no other way. Das war ein wahnsinnig toller Hit. Die verbündeten Einheiten, die Claude beschützen, kämpfen hart. So hart, dass sie mit über 77% irgendwie daneben hauen. Cool. Beschütze Judith. Nein, 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 nein. Einfach nein. Ich will nichts.
Das stand vorher nicht drin, okay? Jetzt sag mir nicht. Ich bin mir jetzt unsicher. Jetzt ist es widersprüchlich. Es steht nichts in den Missionszielen dazu. Aber das war schon wieder so eine Message, die mir nicht gefällt. Die kann ja wahrscheinlich mit dem Kriegerbogen bei Dimitri trotzdem einfach umkloppen, oder? Ich muss mir das mal angucken. Weil ich kann Dimitri tendenziell nochmal +4 geben. Sind aber 68 Angriffakte mit dem Meisterbogen. Das würde sich nicht ändern mit dem Kriegerbogen. 68 mal 2 ist, glaube ich, schon ziemlich vernichtend. Nee, ist zu wenig. Wobei ich auf größere Distanz gehen könnte. Ich bräuchte auf jeden Fall aber noch Tanzsupport, sonst wird das leider nix. Müsste also, wenn dann, zwei Leute rüberporten. Also im Idealfall nochmal Mercy. Das heißt, wenn wir an der Stelle irgendwie versuchen durchzubrechen, wäre das schon ziemlich cool. Dann muss ich mir aber definitiv undurchdringlich schnappen. Weil du hast eine Feuerpfeilsalve. Das heißt, ich kann auf Distanz tatsächlich gehen und kann dir wahrscheinlich in Ruhe anlocken lassen. Aber ich kann euch nicht mit anlocken, das nervt mich gerade. Also, weil ich würde ganz gerne, wenn dann dort clearen und punkten und dann porten wir hier rüber und dann sollte die Sache relativ easy zu erledigen sein. Zumindest sehe ich das gerade so, dass das nicht so schwer sein sollte. Was hast du jetzt nochmal gedroppt? Ach so, Schild der Aurora, ja gut. Du kannst dich ja trotzdem kurz darum kümmern und wir reiten einfach nach hinten, du bist eh besser als der Rest hier. So. Also du kannst ja hier problemlos ausmanövrieren, das ist überhaupt kein Thema für dich, mein werter Freund Dimitri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 wäre ich wieder in Sicherheit, ne? Sehr gut, okay. Ja, aber Judov kriegt ein bisschen was ab, aber es müsste gehen. Hältst du zwei Leute aus? Achso, es erreicht dich nur einer, ja gut, dann geht's auf jeden Fall. Dann ist Zetov mal ganz kurz dafür zuständig. Wir sehen auch eure maximale Reichweite. Dann macht das hier halt mal kurz Zetov. Das sollte schon klar gehen. Ich wünschte nur teilweise echt die Trefferquoten noch etwas besser, aber ich glaube, ich nutze dieses Luin heute einfach mal ein bisschen ab. Scheint sich sehr anzubieten mit 87%. Hier ist halt einfach schon ziemlich gut wieder. Oh ja, und da ist einer gemisst worden. Na klasse. Schön, oder? Da kommt auch Freude auf. Cyril, kannst du es wieder probieren? Machst natürlich zu wenig Damage, hervorragend. Danke, Cyril. Dich kann ich nicht direkt reinstellen. Wir kommen inzwischen allerdings mit Liz weit genug, dass wir da draufballern können. Ich habe ganz vergessen, dir den anderen Range auch noch extra drauf zu geben. Aber egal, du musst auch eh in die Front kommen irgendwie. Sylvain könnte natürlich ganz hervorragend jetzt hier das mal ausnutzen, dass wir Leute nach oben bringen können. Aber egal, ich sehe das erstmal gar nicht so problematisch. Ich meine, es ist wirklich gut machbar, oder? Und wir haben hier auch nichts Außergewöhnliches an Loot, was man jetzt unbedingt haben möchte. Kein Loot, was sich so richtig lohnen würde halt, ne? Also, sind ganz coole Sachen dabei, aber das war's quasi auch schon, so mehr oder weniger. Das ist vielleicht wirklich besser, wir schließen auf. Also, wir sammeln jetzt gar nicht großartig oder so. Es geht nur darum, dass wir möglichst schnell dann diesen Platz sichern können. Und dann ballern wir eine Runde später einfach um mit Dimitri und so weiter und gut ist, ne? Da wird nicht lange rumgefackelt hier. Shamir ist zu anfällig, das kann ich nicht wagen, leider. Du, wir brauchen später deinen schnellen Schritt, das sollte auch klar sein, ne? Okay, mit anderen Waffen solltest du es aber schaffen, oder? Leider nur mit der Lanze des Untergangs, aber die Chancen stehen jetzt nicht so schlecht. Ey, warum steht er jetzt direkt 1? Ich krieg doch 34 Damage sofort ab. Und ich halte doch nur 34 aus. Seltsam. Lasst mal sehen, ne? Wie wir das am geschicktesten lösen wollen. Ich meine, du hast einen Garter-Titanten und bei dir ist das Gute, dass du es auch wirklich vernünftig verkraften kannst. Achso, jetzt haben wir hier wieder das Problem, dass ich da am liebsten natürlich schon Dimitri drinstehen hätte. Und du müsstest am besten auch irgendwie nach oben kommen. Da haben wir nämlich einige Schwierigkeiten gerade so gesehen. Den Warp wollen wir nicht einsetzen. Wir brauchen wahrscheinlich beide Warps, um mit Arundel klarzukommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir können Gradivus draufschmeißen. Vielleicht ist das eine ganz gute Lösung. Jo, das reicht auch. Das ist gut.
schmeißen, gerade wo es unten ist, ne? That it? Nice. Alles klar, wir gehen schon mal wieder darüber. Ist die Sache schon mal so ein bisschen entschärft, ne? Genau, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. So, wir können immer noch Leute nach oben ziehen. Unter anderem, und ich glaube, das ist gerade wirklich das Beste, mach das doch erstmal so. Dann können wir hier nämlich aufräumen, ohne Schwierigkeiten. Hast du immer noch verdammt viel Schaden, aber bist echt ziemlich auf Crits angewiesen, das merke ich schon. Ist aber auch nicht so schlimm. Also ich meine, wir können immer auf den Meisterbogen setzen, dann wird das halt jetzt das Standard-Set, dann baue ich ja, glaube ich, noch mehr Meisterbögen zusammen. Ah, natürlich kommt bei 67% kein Crit mehr, ist ja, wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Nice, Leute. Ah, diesmal mag uns das Spiel heute nicht so sehr. Mal gucken. Oh, das sind 97, cool. Kannst ja auch wieder rausfliegen, das ist ja kein Stress für dich. Hat sich dein Wyvern-Lord schon gelohnt für dich, das ist doch großartig. Und das sehen wir doch gerne. Genau, Dimitri sollte auf jeden Fall dann da rein und fängt da schon mal ab. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Mercy können wir auch erstmal nach oben schubsen. Ja, bei dir muss halt die Feuerpfeilsalve erstmal raus, ne? Das ist klar. Sonst wird das sehr nervig. Heißt, das ist schon der sinnvollste Zug, den wir machen können. Ich brauche Mercy später oben, das ist das Wichtigste. Also, baller drauf, das ist in Ordnung. So, Sylvain ist jetzt da drüben. Wenn wir einen schnellen Schritt später haben wollen, dann sollten wir auf jeden Fall einen Tanz der Göttin drinnen haben und mit Mercy und Lys, wenn ihr alle nach oben kommen würdet, wäre das, glaube ich, auch schon das Beste. Ja, das wäre ideal. Ich muss euch ja nur darüber porten und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Deswegen können wir die Mission, glaube ich, jetzt sogar noch durchspielen, um ehrlich zu sein. Ich bin relativ optimistisch. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Okay. Genau, eigentlich müssen wir auf jeden Fall später noch Dimitri hier versorgen. Und ich glaube, du wirst ja nicht zur Zielscheibe, also ich kann dich mal daneben stellen für den extra Boost bei Damage, wenn ich das noch möchte, ne? Ah, es kam keine Verstärkung. Interessant, okay. Ich glaube, eine Runde kann ich sowieso noch aushalten, aber ich glaube, wir brauchen nicht mal mehr eine Runde. Ich glaube, wir haben es dann schon. Oh, cool. Green Unit am Ausrasten ist auch mal ganz cool. Das ist doch schön. Bin nur froh, dass er keinen Strategien benutzt hat. Das macht er, glaube ich, wegen dem Commander-Skill nicht. Bin ich sehr zufrieden damit. Was? Oh mein Gott. Gebt euch das 20% Crit. Ich pack es nicht. Also mit 20% Trefferchance, ja? Immens. Lol. Das ist super. Ihr seid sowieso klasse. Ist ja der Wahnsinn. Was geht denn bei euch ab? Ich finde die voll lustig gerade. Hat natürlich furchtbare Trefferquoten, aber Crit gerade eben war mega nice. Das war ja klasse. Oh, auch schon fast erledigt und dann natürlich verfehlt. Oh. So, du musst weg, mein Freund. Boom. Bitteschön, jetzt hoffe ich nur, die anderen bewegen sich nicht so weit. Das wäre nämlich das Einzige, was jetzt hier sehr stressig wäre. Brauchen wir euch einen Zug mehr, wenn die sich bewegen. Wenn sie sich nicht bewegen, kann ich, glaube ich, einfach drüber porten. Ich glaube, so viel Reichweite haben wir gerade. Ich habe extra Magie sogar geboostet mal. Ah, natürlich stellt euch genau dazwischen. Goddammit. Aber eventuell hat Tilda eine Möglichkeit. Ich habe ihr die Ukon Vasara Axt gegeben. Das heißt, wir können reinballern. Und mal gucken, ne? Nice, aber es ist unglaublich, wie gut die Stellungen dann doch halten können, ne? Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Richtiges Elite-Team aufgebaut da drüben. So, nur so eine kleine Gruppe, die einfach den Punkt übelst gut deckt. Reife Leistung, Claude, ne? Hat sehr verlässliche Leute, ich sehe schon. Genau, wir müssen eigentlich nur dich umballern. Ich guck mal, Ukon Vasara reicht nicht ganz. Ich glaube aber zusammen mit ihm kriegen wir das sicherlich noch hin. Lass mal sehen. 13 Damage, reicht das zusammen mit der Ukon Vasara Axt? Yo, also mit einem Helmspalter auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Coole Sache, dann machen wir das doch so, oder? Ich kann eigentlich auch direkt so weit ran, da ist ja eh nichts mehr sonst. Ah ja, cool, ja, das ist auf jeden Fall, dann brauche ich noch nicht mal das Combat Art, ne? Coole Sache. Gefällt mir, mein Freund, so. Also Hilda, box ihn um. So. Und dann kommt jetzt eigentlich der entscheidende Zug, würde ich sagen, oder? Mhm. Sieht wohl so aus.
Okay, ich muss mich dann aber allerdings schon mal mobilisieren mit Mercy, aber ich glaube, das funktioniert. Ich teste den jetzt einfach. Ich bin mal so frei und mach das einfach dann mal. Genau, das Wichtigste ist, dass ihr euren Boost abbekommt hier. Oder wie sieht's aus? Könnte ich dich theoretisch von hier aus auch schon porten? Ich glaube nicht, dass das klappt, oder? Oh, ein Feld nur. Krass, krass. Schade eigentlich, ne? Sehr bedauerlich, ja. Ich kann den nämlich jetzt nicht irgendwie noch rüberstoßen oder so. Wobei, ich brauche Shamir nicht unbedingt. Aber nee, ich kann ihn trotzdem nicht so rüberstoßen. Dann bräuchte ich eine Rochade zum Beispiel. Damit würde es dann gehen. Aber coole Sache. Jedenfalls haben wir ihn quasi dann schon fast, ne? Ich kann jetzt aber auch nicht darüber. Macht aber alles nichts. Wir bereiten uns mal vor, Leute. Genau. Ihr müsst euch alle an denselben Ort kommen. Das ist das Wichtigste dabei. Und du kommst maximal bis dahin. Das heißt, wir stellen dir jetzt mal kurz Dimitri irgendwie hier hin. Nein, Dimitri muss aber betanzt werden. Das ist entscheidend. Und Mercy kommt aber weiter. Die kommt ein Feld weiter, genau. Dann müssen wir aber gleichzeitig mit dem Tanz der Göttin arbeiten. Das ist richtig. Nee, warte mal. Moment, Leute. Genau, wir porten dann... Moment. Ich muss gerade echt nachdenken. Das ist nämlich ein bisschen komplex gerade, der Schachzug hier. Aber wir werden ihn sicherlich wegbekommen. Ich bin da relativ optimistisch. Also du kommst sogar bis auf dieses Feld dort noch. Ne? Das heißt, ich könnte jetzt Dimitri da hinstellen. Dann könnte ihn Mercy betanzen. Aber Vorsicht, ne? Ich kann mir ein sehr leichtes Feld nämlich verbauen. Deswegen ist das gerade einfach so ein bisschen... es rüttelt gerade im Kopf. Es rüttelt gerade sehr viel im Kopf. Ich glaube, es wäre am besten, wenn ich irgendwie mit Annette einfach hier seitlich dann rankomme, ne? Und dann haben wir 1, 2, 3 Leute. Die Sache ist, ich müsste halt Dimitri schon betanzen, das ist mein Problem dabei. Nee, das ist ja überhaupt kein Problem. Moment, stopp. Dieser Schachzug, ne? Ich komme gerade nicht so ganz drauf klar. Wartet mal. Genau. Ist das jetzt richtig? Ich hoffe mal, dass ich gerade richtig plane. Also du kannst auf jeden Fall für Dimitri schon mal hier tanzen, ne? Genau, ich muss auf jeden Fall einen nach oben porten. Also ich müsste, aber da müsste Mercy müsste schon betanzt worden sein. Das ist mein Problem dabei. Genau, weil Liz muss sich auch nochmal bewegen. Das ist mein Problem. Weil ich hätte ganz gerne dann Dimitri mit Tanzsupport oben stehen, weil nur so wird er ihn direkt umboxen können. Sonst schafft er das nämlich nicht. Das ist gerade mein Problem, Leute. Sorry für den langen Denkprozess gerade. Idealerweise könnte ich halt Dimitri schon vorab irgendwie porten. Das wäre besser gewesen. Ja, eigentlich musst du an Dimitri da noch rankommen. Also besser, wenn Mercy, glaube ich, hier steht und Dimitri hier, genau. Weil dann können wir nämlich Dimitri betanzen. Können mit Liz hier erstmal den betanzten Dimitri nach oben stellen. Und dann, genau, das ist es, Leute, genau. Entschuldigung, wie gesagt, das war jetzt etwas länger, aber ich glaube, wir haben es dann auch. Achso, du kommst jetzt da gar nicht ran, ne? Aber das können wir mit Stoß ändern, genau. Kein Thema. Nee, verdammt, du kommst immer noch nicht weit genug ran. Das gibt's doch jetzt nicht. Ugh. Wobei, nein, Moment mal, es geht doch eigentlich um Mercy. Raum zum Geier. Ich hätte einen Stoß auf Mercy machen müssen. Entschuldigung. Yikes. Das müsste aber auf jeden Fall dann gehen. Ich dachte nur, mit Lust kriegen wir es auch hin. Genau, das ist auf jeden Fall möglich. Genau. Jetzt passt alles. Okay. Gut. Machen wir so, genau. Also, Dimitri. Wieder ready. Wird jetzt hochgeportet. Genau. Alles klar. Jetzt haben wir es, Leute. Okay, alles klar. Genau, und du musst es jetzt so machen,
Wir können ruhig auch nochmal Shamir oder so auch dann dazu stellen. Keine Ahnung, okay, du kommst jetzt da nicht rein. Ja, jetzt habe ich wieder das Problem. Super. Irgendwas ist ja immer minimal off gerade. Ich kann mit meinem schnellen Schritt aber natürlich auch sie noch mit rübersetzen. Oder wir machen hier ein bisschen was anders. Das geht natürlich auch. Weil jetzt habe ich das Problem, ich könnte dann nur Mercy oder nur Lucy gerade betanzen mit dem Tanz der Göttin. Das wäre natürlich Quatsch. Ja, wir müssen nochmal zurück. Mein Gott. Alles für diesen Schachzug, aber nun gut. Genau, dort, wo du den schnellen Schritt angewendet hast. Wobei, nein, Mercy braucht den ja auch. Aber wir mussten bei Mercy, genau, Leute, wir mussten ja Mercy sowieso schubsen, sonst ging das ja sowieso nicht. Heißt, ich kann das jetzt ein bisschen umplanen, weil wir können jetzt, können wir quasi, jetzt wo sie geschubst ist, können wir das so machen. Und dann sind ja alle ready. Genau. Also ab jetzt sind quasi alle ready. Dann hatten wir dich hier. Ja, wir betanzen Dimitri. Jetzt, wo wir ein Feld weiter nach drüben kommen. Von hier aus. Genau. So, dann als nächstes wird Dimitri geportet. Und da jetzt Shamir sich weiter bewegen kann, können wir sie reinstellen, damit das mit Annette auch problemlos klappt. Genau. So sollten wir dann keine Probleme mehr haben. Ganz schön viel Planung vonnöten, aber genau darum geht's, dass wir dann diesen Zielpunkt wählen können. Und von dem Zielpunkt ausgehend würden sich alle nochmal bewegen können. Genau. Das heißt, jetzt kommt der Tanz der Göttin. Genau, und dadurch kann ich jetzt Mercy nach oben porten, wodurch Dimitri nochmal angreifen kann. Crazy, Mann. Richtig crazy, unsere Strats hier. Ich sag's euch. Das ist ja standardmäßig gar nicht Thoron drin, ne? Das ist auch schon ziemlich gut so. Nice. You would raise a weapon against your uncle. You've grown into a savage of a man, just like your father. You are rather calm for one in your position. Or did you forget that this is a battlefield? Perhaps this is no time for words, uncle. There will be time for that after we have settled things here. So, Nummer 1 kommt geflogen. Nummer 2, du kannst froh sein, wenn du nicht gequittet wirst, mein lieber Arundel, ich sag's dir. Die Chance ist nämlich nicht gerade zu unterschätzen. Jo, du kannst ja stehen bleiben. And that's it, Leute. Willst du nochmal einen Finish machen mit Crit vielleicht? Gucken wir mal. Dimitri? Let's see you dodge this. Und the end. Aber übrigens sehr, sehr cooles Design auch wieder, finde ich so, ne? Wenn man jetzt mal so als Einheit sieht auf dem Schlachtfeld, schon nicht schlecht. Ziemlich cool. It's been a long road to this point. Uncle, I need to know. The incident 9 years ago. You were involved, weren't you? You know something. What did Cornelia? No. What did my stepmother do? You are not qualified to look into the darkness. You and Edelgard. Do your best to kill each other. You are family after all. There it is. The light. You make me feel safe. Immer diese Kommentare danach. Immer sieht das. You make me feel safe. Es wirkt immer so random, vor allem nach solchen Gesprächen finde ich das immer irgendwie amüsant, ich weiß auch nicht. You make me feel safe. Okay, alles klar, cool. Nice story. Du hast Judith beschützt. Oh, wir kriegen einen Schildkrötenpanzer. Das hatte ich nicht mal auf dem Schirm. Das ist allerdings sehr gut. Ich weiß, oh, tatsächlich hatte ich die Belohnung nicht auf dem Schirm. Witzig. Das ist sehr gut. Dann kann der Dio noch tankier werden und wir haben noch mehr Glück auf Dimitri. Nice. Sogar sehr gute Ausbeute. Besser als erwartet. Cool. Okay, wir sind durch, Leute. Hat Spaß gemacht, oder? War ganz cool. Ich bin mal gespannt, was jetzt da noch passiert mit Claude und so. Aber das sehen wir alles beim nächsten Mal. Bis bald.